Als ein Mann mehrere kleine Bärenjunge in einem Kriechkeller unter seinem Haus fand, musste er schnell handeln und die hilflosen Tiere retten und sie zu ihrer besorgten und aufgeregten Mutter zurückbringen. Doch dann geschah etwas, das den Mann verblüffte. Jonah hatte seine Heimat in Tennessee immer geliebt. Er hatte hart gearbeitet, um sich alles zu verdienen und war stolz auf sein Haus. Er hatte es sogar von Grund auf selbst gebaut. Mit Ende 20 hatte er angefangen. Mit Mitte 30 hatte er Pläne erstellt, alle notwendigen Genehmigungen eingeholt und mit dem Bau des Fundaments begonnen. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, liebte er es, sich die Hände schmutzig zu machen und sich mit all den winzigen Details beim Bau seines Hauses zu beschäftigen. Aber es gab eine Sache, an die er während der gesamten Planungs- und Bauphase immer wieder denken musste: Bären. Bären lebten in dieser Gegend von Tennessee und man sah sie oft auf dem Land und sogar auf den Straßen. Sie waren groß, gefährlich und zerstörerisch. Also sorgte Jonah dafür, dass sein Haus so bärensicher wie nur möglich war. Er hat an alles gedacht: eine erhöhte Veranda, Metallplatten am Boden des Hauses, die Bären nur schwer zerstören könnten, und sogar ein verschlossenes Fach für die Mülltonnen. Der Garten war mit Sensoren und Geräten zur Bärenabwehr ausgestattet und Jonah hatte keine Kosten gescheut, um alles so sicher wie möglich zu machen. Er hatte alle Vorkehrungen getroffen, um sein Haus vor den pelzigen Raubtieren zu schützen. Seit er hier eingezogen ist, hatte Jonah keine Probleme mehr mit Bären. Natürlich hatte er sie in der Wildnis jenseits seines Grundstücks gesehen und ein paar Mal auch Bären, die sogar in seinen Garten spaziert waren, die dann aber von den Sensoren verscheucht wurden. Aber im Großen und Ganzen hatten die Bären ihn und sein Grundstück nicht belästigt. Das heißt, bis zu dem schicksalshaften Tag, an dem sie in Gruppen kamen. Eines Tages, als er das Frühstück zubereitete, roch Jonah etwas Komisches. Schnell war ihm klar, dass irgendwo ein Gasleck war, also öffnete er eilig alle Fenster und schaltete den Strom ab, um zu verhindern, dass Funken das Gas in seinem Haus in Brand setzten. Jonah wollte versuchen, das Problem zu beheben, aber er entschied sich dagegen, weil es sicherer war, einen Fachmann zu holen. Also rief er einen Handwerker an und erklärte ihm die Situation. Innerhalb einer halben Stunde klopfte es an der Tür und alles war bereit, das Problem zu beheben. Die Rohre führten in den Kriechkeller unter dem Haus, also würde der Handwerker dort mit seiner Untersuchung beginnen. Als Jonah ihn an der Seite des Hauses zu dem kleinen Gitter führte, das die Kriechkellerluke abdeckte, bemerkte er, dass es weggeschoben worden war und nun neben der offenen Falltür auf dem Boden lag. Beide Männer spähten in das Loch und sahen zu ihrem Entsetzen und ihrer Überraschung einen großen schwarzen Bären im hinteren Teil des Kriechkellers sitzen. Aber die Bärin war nicht allein, sie hatte drei kleine Jungs bei sich. Jonah war schockiert. Er hatte sein ganzes Haus vor Bären geschützt und hatte vergessen, den Kriechkeller abzusichern. Der Schwarzbär sah verängstigt und verwirrt aus. Also rief Jonah schnell die Tennessee Wildlife Resource Agency an, die Rettungshelfer schickten. Als sie in die Luke schauten, stellten sie fest, dass der Bär die Gasleitungen beschädigt hatte, um seinen Jungen einen wärmeren und bequemeren Ort zum Leben und Überwintern zu bieten. Das also war die Ursache für das Gasleck. Der Raum war für die Bärenmutter und ihre Jungen aber offensichtlich nicht geeignet. Er war viel zu klein, lag unter einem Wohnhaus und füllte sich langsam mit Gas, das die armen Tiere vergiften könnte. Die Arbeiter legten Köder und Fallen aus, um zu versuchen, die kleine Familie herauszulocken. Hoffentlich können sie dann an einen neuen Ort für ihren Winterschlaf denken, einen sicheren und weniger schädlichen Ort. Sie ließen die Fallen über Nacht stehen und beteten einfach, dass die Tiere beim Aufwachen am Morgen gefangen waren. Doch als Jonah am nächsten Tag erwachte, stellte er fest, dass die Bärenmutter irgendwie allen Fallen entkommen war und zurück in die Wildnis flüchtete. Leider hatte sie in ihrer panischen Eile alle drei Jungs zurückgelassen, die sich in der Ecke des Kriechkellers zusammengerollt hatten und sehr erschrocken aussahen. Als die Retter eintrafen, hielten sie es für sicher genug, um in die Zwischendecke zu gehen und die Jungtiere von Hand zu retten. Sie setzten sie in Käfige und brachten sie in eine örtliche Tierklinik, wo sie untersucht und versorgt wurden, bis ihre Mutter zurückkehrte, falls sie überhaupt zurückkam. Die Jungtiere wurden untersucht und es wurde festgestellt, dass sie alle weiblich waren. Sie schienen glücklich und gesund und es war klar, dass ihre Mutter sich bis zu diesem Morgen sehr gut um sie gekümmert hatte. Aber die Ärzte mussten Pläne für den Fall machen, dass die Mutter nicht zurückkam. Es bestand die Möglichkeit, dass sie ihre Jungen ganz einfach vergaß. In diesem Fall mussten sie eine Ersatzmutter für die drei Kinder finden.
Zum Glück gab es eine Schwarzbärin in ihrer Obhut, die die perfekte Mutterkandidatin wäre, falls die Zeit gekommen wäre. Sie warteten mehrere Tage und es gab kein Anzeichen von der Mutter. Jonah überprüfte seine Kameras und hielt die Augen offen, aber sie tauchte nicht wieder auf. Nur wenige Stunden bevor die Jungen in ihr neues Zuhause gebracht werden sollten, erhielten die Tierärzte einen verzweifelten Anruf. Es war Jonah. Die Bärenmutter war vor seiner Haustür aufgetaucht, schaute ihn traurig an und gab leise Laute von sich, als würde sie sich nach den Kindern sehnen. Sie sah dünn und nicht in bester Verfassung aus. Und es war offensichtlich, dass sie sich nicht um sich selbst gekümmert hatte, während sie auf ihre Kinder wartete. Die Darstellung von mütterlicher Liebe und Verlust war wirklich rührend und erschütternd. Die Bärenmutter lag niedergeschlagen auf dem Rasen vor dem Haus. Die Bärenabschreckung schien sie nicht zu stören. Sie sah einfach nur wie eine traurige Mami aus, die ihre Kinder zurückhaben wollte. Ab und zu gab sie diesen tiefen, traurigen Laut von sich, als ob sie nach ihren Kindern rufen würde. Doch als mehrere Autos anhielten, stand sie auf und schaute hoffnungsvoll zu Jonah zurück. Die Insassen des Wagens stiegen langsam und vorsichtig aus und versuchten, die Bärin nicht zu erschrecken. Dann nahmen sie drei Käfige mit je einem Jungtier heraus. Sie stellten die Käfige auf den Boden und öffneten die Schlösser, damit die Jungen frei herumlaufen konnten, bevor sie schnell zurück in die Autos und in Sicherheit sprangen. Die Käfige wurden aus sicherer Entfernung geöffnet, aber die drei Jungtieren rannten zurück zu Jonas Haus, wo sie wieder mit ihrer Mutter vereint wurden. Die Bären feierten ihre Wiedervereinigung mit Umarmungen und Gebrüll. Nach einigen langen Momenten ging die Mutter zurück zum Fenster, durch das Jonah spähte. Sie sah ihn anerkennend an und hob eine Pfote, um das Fenster sanft zu berühren. Daran war nichts Aggressives oder gar Furchteinflößendes. Es war buchstäblich nur eine Mutter, die jemandem dafür dankte, dass er sich um ihre Kinder gekümmert hatte und sie sicher zu ihr zurückbrachte. Als Jonah den unglaublichen Akt der Dankbarkeit sah, hob er auch seine Hand und legte sie an die der Bärin. Nur das Glas des Fensters trennte sie. Sie schaute Jonah tief in die Augen, so wie ihn noch nie ein Tier angeschaut hatte. Der Bär versuchte ihm etwas mitzuteilen. Was es war, wusste er nicht genau, aber er wusste, dass es etwas Bedeutungsvolles und Ursprüngliches war. Jonah verstand endlich, dass Bären zwar gefährlich sein können, aber auch liebevoll, rücksichtsvoll und gefühlsbetont. Sie haben Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte und Liebe, genau wie wir Menschen auch. Und obwohl er viele Jahre damit verbracht hatte, sein Zuhause vor Bären zu schützen, weil er sie für brutale Monster hielt, waren sie es in Wahrheit nicht. Sie waren wunderschöne Tiere. Und es überraschte Jonah, dass ihm eine Träne über die Wange kullerte, als die wiedervereinigte Familie langsam davonlief. Dies war ein wirklich magischer Moment. Ein Moment, in dem er sich mit einem wunderschönen Schwarzbären verbunden fühlte. Was hältst du von dieser besonderen Geschichte? Bist du schon einmal einem Bären begegnet? Wie immer freuen wir uns auf deine Gedanken in den Kommentaren.